Ja, hallo, willkommen auf meinem Kanal. Ich habe es jetzt endlich hingekriegt. Anhand der richtigen Software kann ich jetzt endlich das Gerät auslesen. Ja, und wie ich euch ja versprochen hatte, ich wollte es ja eigentlich auch schon im ersten Video machen, aber das erste Video ging ja auch schon ganz schön lange, damit es nicht zu langweilig wird. Machen wir jetzt dazu einen Teil 2 zu der Aniton AT5555 Plus, wie wir sie heute programmieren. Ja. Genau, ich meine, sie ist ja schon programmiert, aber ich zeige euch zumindest so weit, wie es geht. Ja, ich würde sagen, nach dem Intro bis gleich. Zottel. So, Gerät ist eingeschaltet, das Kabel ist auch dran und am Rechner ist noch nicht so weit. So, ich starte jetzt mal die Software. Und zwar ist das jetzt die Version 7.01. Ja, die brauche ich für mein Gerät, weil ich ja schon die Firmware 7.0 habe. Und damit waren die älteren Versionen irgendwie nicht kompatibel zu. Ja, Gerät, Quatsch, die Software habe ich jetzt eingeladen, noch nichts gemacht soweit. Auch hier sieht noch alles normal aus. So, und ich würde sagen, ich gehe jetzt hier auf, ich vergrößere mal, auf Programm und auf Read. So, und dann kann ich jetzt, wo ist die Maus da? So, kann ich jetzt auf OK klicken und lese die Software aus. So, mal eben hier geguckt. Hier steht auch PC. Ja. Somit haben wir jetzt alles drauf. Ja, Read Data komplett. So, hier haben wir jetzt die ganzen Kanäle. Die ersten von Band A. So, das geht dann hier bis Band F. Hier ist der Kanal, der voreingestellt ist als Notkanal. Ja, und hier, wenn ich jetzt hier auf Channel Informationen gehe, erscheint ja das Fenster hier. Dann habe ich hier das nächste. Hier kann man dann den Mic-Gain einstellen, den Monitor-Gain. Der wäre off. Ja, den können wir ja auch mal auf. Ja, keine Ahnung, ich lasse den erstmal so. Ja, den TOT habe ich mal auf 600 gestellt, weil ich möchte schon gerne selber bestimmen, wann ich, wann das Gerät die Taste loslässt, beziehungsweise das Senden quasi nicht mehr genehmigt. Wenn das zu kurz ist, dann ist mich mittendrin auf einmal, obwohl ich einen längeren Durchgang mache, dann alles vorbei und die Sendung hört auf zu senden. Ja, und das wollen wir ja nicht. Von daher habe ich das jetzt auf die höchste eingestellt. Ich meine, die Zeit werde ich wahrscheinlich nie benutzen, aber ich möchte ja, wie gesagt, selber bestimmen, wie lange ich sende und nicht, wie es von der Software oder so eingestellt ist. Ja, hier kann man, wie gesagt, alles Mögliche, auch hier für CW, für Morsen, den Ton. Der ist jetzt hier auf 1050 Hertz eingestellt. Der Frequenzstep 10 Hertz und so weiter. Ja, hier kann man den scannen. Hier ist für den Stereo-Messinstrument. Dann Batterie. Bei 9 Volt schaltet sich das Gerät ab. Bei 15 Volt, 1 Volt schaltet sich das Gerät auch ab. Hier das Gerät hat ja, wie gesagt, so Schutzfunktionen. Wenn man zum Beispiel ohne Antenne, angenommen, jemand würde mir jetzt hier hinten die Antenne rausdrehen, weil er vielleicht das Antennenkabel im anderen Gerät reinsteckt. Ich wüsste davon nichts und will das Gerät benutzen und sende dann ohne Antenne. Ja, da würde die meisten Geräte dann kaputt gehen durch, weil die Endstufe total heiß wird, weil ja keine Antenne dran ist. Und ja, hier ist so eine Schutzfunktion. Dann schaltet sich direkt das Gerät aus. Das gleiche passiert auch hier, wenn die Batterie, also der Strom, angenommen, Netzteil würde jetzt irgendwo kaputt gehen und würde jetzt statt 12,5 oder 13,5 18 Volt raussenden. Ja, dann würde sofort das Gerät ausschalten.
mit unter anderem auch, wenn ich über eine Batterie sende und die Batterie auf einmal unter 9 Volt geht, jo, würde auch Gerät ausgehen. Ja, dann gibt es hier, wie gesagt, so weiter noch alles Mögliche an Daten. Und ja, wie gesagt, das sind also so die Sachen, die man einstellen kann. Dann haben wir hier nochmal ein Fenster, ja, da kann man eigentlich gar nichts machen. Ja, aber im Grunde genommen ist das schon soweit alles. Hier kann man noch Lokalinformationen eintragen. Ja, und dann können wir das Ganze wieder mit Write, wenn wir was verstellt haben, mit Write wieder ans Gerät schicken. Was wir jetzt auch nochmal machen. Ja, er schreibt. Hier steht auch wieder PC. Ja, und somit hätten wir dann quasi das Gerät programmiert und beschrieben ans Gerät. So, Write Data komplett. Er ist fertig. Hier steht auch End. Ja, machen wir das Gerät nochmal aus und wieder an. Und haben dann im Prinzip die neuesten Einstellungen aktiv. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin froh, dass ich euch es endlich zeigen konnte, weil ohne die neueste Versionssoftware, ja, wäre mir das nicht gelungen. Wie gesagt, ich hatte jetzt von diesem Gerät 6 Versionen installiert und die haben alle nicht geklappt. Dann habe ich von CRT, von der SS 9900, da gab es auch 3 Versionen, auch die Software installiert, weil ich vielleicht dachte, vielleicht kommt das Gerät ja ursprünglich von CRT, war aber wohl nicht der Fall, weil wie gesagt, die Software klappte auch nicht. War im Prinzip so das Gleiche. Ja, aber wie gesagt, mit der einen Meldung, wie ich ja in dem Vorvideo schon gezeigt hatte, wo schon drin stand, dass ich eine Firmware-Version von 7.0 habe und hier die Programmsoftware 6.0. Ja, so konnte man ja quasi schon sehen, dass da irgendwas inkompatibel ist. Wurde ja auch schon im Fenster in der Fehlermeldung so beschrieben. Ja, jetzt haben wir endlich durch viel Suchen, Machen und Tun, danke auch nochmal an Detlef Zoll, der mir dabei geholfen hat und mich tatkräftig unterstützt hat. Ja, haben wir es jetzt hingekriegt und somit war ich zumindest in der Lage, euch dieses Video hier auch zu präsentieren. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich auch nochmal an Alex Radioshop. Den hatte ich auch nochmal angeschrieben und ja, er wollte mir die Software schon zuschicken. Ich sollte ihm nur meine E-Mail-Adresse schicken. Habe ich jetzt auch nochmal getan, falls seine Software, die er jetzt danach hat, noch besser sein sollte. Ja. Vielleicht schaut er sich ja auch das Video an oder die Videos davor, keine Ahnung. Ich habe ihm auch mal hier den Videolink geschickt, wo ich das Gerät vorgestellt habe, also gestern, wo ich es ausgepackt habe. Und ja, auch Ihnen nochmal vielen Dank, ne, für den schnellen Service, fürs schnelle Verschicken und so weiter. Auch für das angenehme Telefonat, nachdem ich Sie gefragt hatte, wann das Gerät weggeht und Sie mich angerufen haben. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Ciao, euer Jörg. Achtung, Zottel.